Okay, aber damit weiß ich, dass ich mit einem normalen Light Attack nicht immer diesen Zombie killen kann, warum auch immer. Nicht denken. Okay, ich lasse euch alleine, Chat. Ihr dürft jetzt erstmal für euch ein bisschen reden. Oh nein, das ist auch doof. Ich will euch eigentlich mitlesen. Dafür stream ich doch, oder nicht? Primär. One-Hit-Wonder. Den letzten Wort. Ich dachte, der Hit reicht. Oh ja. Er macht zwei Hits. Oh, das ist natürlich brutalst schlecht von ihm. Oh, no, 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 no. Das... Fuck. Damit kann man es theoretisch noch saven, aber so habe ich RZ verloren. The Briton. I'm Oscar. Call me Oscar. Hundert Seelen hat Oscar. Doppelhit, nice. Wird ein schnelles Asylum werden. Das könnte ein Gold-Asylum werden. Das wird definitiv ein Gold-Asylum sein, oder? Bin mir nicht sicher gerade. Gold. Nice. 2,34 In-Game-Time. Ja, nicht In-Game-Time, sondern Real-Time. Not bad. Lol, der Dodge. Das hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Das habe ich noch nie gemacht. Der Unterschied, das habe ich noch nie gemacht, nicht die. Das kann ich auch. Ich kann auch Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. Ich glaube, er ist gerade runtergefallen. Hi Dragoon, wir sehen uns später. Scheinbar nicht gestorben, der eine Dude. 166 Pfeile. Oh, wie steht ihr denn, lol? Nein, nicht nochmal. Du blockst mir nicht nochmal den Weg. So weit lassen wir es nicht kommen. So weit lassen wir das nicht. Okay, er hat keinen Bock vorzulaufen. Hoffen wir mal, dass mit dem Sprung alles gut geht. Oh ja. Alter, manchmal hat er auch keinen Bock zur Seite zu gehen, ne? Manchmal. Manchmal. So weit, so gut. Schön Gold-Pein-Resin. Für unsere Waffe und für einen schnelleren Taurus, denn die Hinweise auf dem Boden sagen Schwäche Donner. Wo ist
nach rechts oder nach links? Was für Wall of Text ist im Chat. Das kann ich nicht lesen. Sorry. I cannot read that. Das war's. Ne, das war's nicht. Er springt zurück. Wäre jetzt hochgesprungen und hätte mich angegriffen, wäre ich RIP gewesen. Mein Estus und dann noch einmal sortieren. Mist. Immer einmal zu viel A. Oh Gott. Was? Schon wieder? Ich glaube, ich switch zu schnell. Bitte, bitte spring nicht hoch und flieg. Das war eigentlich der beste Tag, den du hättest bringen können. Aber ich hab's verhauen. Wie schnell ich gereckt werde von diesen blöden Gargoyles! FM Elsen! Alles gut. Alles gut. Alter! Die Combo einfach. Der Attack, der ist auch schwierig zu dodgen. Da muss ich viel größere im Kreis, größeren Kreis laufen. Aber ich will halt nicht rollen, weil ich direkt in den Move Attack gehen will. Griff. Don't panic, yes, don't panic. So, geht die Tür von rechts auf oder links? Ich glaube von hier. Gut, gut, gut. Ey, der lebt noch. Nee, er ist tot. Okay, ihr habt keinen Bock zu jumpen. Aber gut, wenn die nicht so Bock haben. Der Gargoyle war aber aggro. Ja, der war äußerst aggro. Aber noch alles machbar, solange ich jetzt nicht irgendwie zweimal hintereinander fehl. Chill, ja.
chill. Mach doch nicht den Attack, wenn der zweite Garde kommt. Habe ich die Tail Axe von ihm bekommen? Ich hoffe nicht. Ein Resin weg. Neu sortieren, schon mal im Voraus. Dann herausfinden, ob ich irgendwelche unnötigen Waffen habe. Oh, wow, wow, wow. Ja, unter 10 Minuten kann man das halt eigentlich schaffen, die Gargoyles. Sogar unter 9 Minuten. Einfach nur aufhören zu failen. Aufhören zu failen. Aufhören zu failen. Da ist auch nur zwei Tritte für den hier brauchen. Eins, zwei und dann rausklicken. Sehr gut. So far. So far so gut. Oh, er hat mehr Damage gezogen als sonst. Ich hoffe, das reicht noch für Blighttown. Denn Fall Damage ist prozentual. Ich glaube, das reicht irgendwie mit irgendwie 1 HP oder so. So, Jungs. Nice. Wir sind friedlich drauf heute. Und er hier? Er ist weniger friedlich drauf. So, Blighttown skip. No fail, please. Nice. Kalkuliert. Genau mit der Anzahl an HP, wie erwartet. Nice. Das war ein sauberer Drop. Wirklich sauber, Alter. Wirklich, wirklich sauber. Ich nuschel vielleicht gerade ein wenig, das tut mir leid. Okay. Oh, was? Eine Roll zu viel. Zwei Rolls hier hin. Weiter. Eine Roll in die Richtung. Dann durch. Quelagilak. Lack, lack. Quelak. Wenn das nur schon zum Speedrun hilft, dann nur zu. Okay. Rein. Quelax Domain. Ich habe die Riesen da unten schon lange nicht mehr getriggert. Hier vorstehen ja zwei Riesen. Und manchmal, wenn ich diese Route gehe, schmeißen die Boulders auf mich. Die treffen mich zwar nie, aber manchmal sind sie getriggert und manchmal nicht. Das ist total strange. Oh, wieder ein Sub. Danke für den Sub. Nach dem Run werde ich alle vorlesen. Quelak. Let's go.
schon wieder. Schnellste Fight gegen die, den ich je hingeliefert habe. Krass. Also sie ist auch nur zweimal explodiert diesmal. Normalerweise explodiert sie viel öfter. So, hoffen wir, dass alles passt. Hi, Dude. So, und jetzt wird maximal Twitch Police ready halten, falls sich jemand wieder beschwert über maximal Cheaten. Oh nein, ich hab einen hier. Nicht zu schnell spammen, manchmal muss ich gezielter spammen. Well chosen undead. Ich glaube, das war zu früh. Das hat gerade noch so funktioniert. Okay, weiter geht's. Nice! 2,6 Millionen Seelen. Dann holen wir noch den Firebomb, du. Schön. Schön, schön, schön. So werde ich das sehen. Bisschen sloppy, aber immer noch gut. Immer noch sehr gut. Jetzt Rift Fortress muss gut laufen. Also Sense Fortress. Keine großen Major Fails machen, bitte. Und dann läuft das. Was brauche ich von hier nicht? Ich brauche alles eigentlich. Aber die Reihenfolge ist auch schon mal gut. Dann brauche ich nicht. Wag! Wag! Voll am Abneisen, der Yoshi. Nice, danke Benny. Manchmal flamet der Benny mich, manchmal macht er Komplimente. Kann sich auch nicht entscheiden. Oh, Goldsplit. Goldsplit in Riff. Bing, bing. Manchmal läuten die Glocken total random. Manchmal hört man sie gar nicht, manchmal hört man. So ein kleines Spieldetail. Nicht Reinforce, Reinforce. Yes, I don't get myself killed. Schön leveln jetzt. Schön leveln. Schön leveln. Stärke. Damages. Endurance. Lecker. Endurance. Vitality. Vitality. So, auf geht's. Rift Fortress. Here I come. Die Glocken sind doch nicht random. Die läuten immer, wenn wer den Boss geschafft hat, oder? Hä, echt? Ist das ein Online-Feature, wenn jemand die Gargoyles macht? Das wäre echt cool. Kann das mal jemand im Chat bestätigen? Ja, oh, Andi sagt gerade was dazu. Die läuten die Glocken immer, wenn der Boss stirbt? Echt? Aber nur, wenn die Gargoyles sterben? Der hat mich noch nie gehittet.
Ach so, wenn jemand die leuchtet. Lol. Das ist ja sick. Das war weniger sick. Oh, damn. Es geht schon wieder los. Sans Fortress macht irgendwelche komischen Sachen mit mir. Komm. Ja. Ist das nicht öde zu cheaten, wird gefragt. Ja, in einem Multiplayer, auf jeden Fall schon. Aber im Speedrun ist das eine ganz andere Geschichte. Und man arbeitet auch nur mit den Mitteln, die das Game einem quasi gibt. Fokus. Es kann nicht sein, dass es so dämlich läuft mit dem hier. Nö, ich warte noch einen ab. Alter. Meine Consistency in dem Part ist grauenhaft. Gerade. Also, die lief, ihr müsst mir glauben, die lief im Practice. Hatte ich nie Probleme mit Sans Fortress. Nie. Das ist das Bonja-Fluch. Streaming-Fluch. Ganz klar. Ganz klarer Fall von Streaming-Fluch. It's cursed. Cursed to the maximum. Hi Dame. Wir wissen ja jetzt von Andi, dass das eine Frau ist, angeblich. Bin mir nur noch nicht so sicher, wie er. Ich mach das safe. Keinen Bock auf Kacke. Die paar Sekunden. Schön. Hi Golems. Es geht. Einen von euch muss ich rippen, denn ich will nach Anolundu. Vorführeffekt. Kann durchaus sein, aber... Weiß nicht. Letztes Mal, als ich hier zum Beispiel gestreamt habe und gerannt habe, waren das die besten Runs, die ich je hatte. Na gut, dann muss man auch, dann ist es auch schwieriger zu überbieten, ne? Wenn man immer besser wird, dann muss man auch immer Besseres zeigen und dann wird es auch immer schwieriger. Na, vielleicht fühle ich mich irgendwann confident genug, wenn ich die Fastball hinbekomme, halt die richtige, also die beste Route zu nehmen, die gerade auch benutzt wird von den Pros. Die Blitzechse sollte eine Dame sein, jupp. Tatsache. Was man nicht alles lernt von euch und von Andi. Let's go. Du stehst total kacke gerade. Kippst du so um? Ja! Ja. Saved. Und trotzdem Goldsplit, WTF, was habe ich denn on stream für Kacke gemacht? Dann ist Niklas wieder dabei. Offiziell ist Niklas am 5. wieder zurück. Der 5. vielleicht am Montag beim nächsten Briefing schon. Der Niklas. Der Run! Es ist der Run! Der Ohren. Ohren. Leicht. Also noch ist die Hälfte ja gerade... Also gerade mal die Hälfte. Jetzt fängt Dark Souls halt erst richtig an. Montag ist der 5. Ja, genau. Wenn Niklas am 5. wieder da ist, dann wird es auch Briefing geben, denke ich mal. Mit Indiglos. Jo, Anolundu, wo es noch hell ist. Hell und schön.
denn eigentlich mit Niklas? Ja, der war erst krank und dann ist er in Urlaub gegangen. WTF ist da passiert mit meiner Kamera? Ich war nicht weit genug. Holy fuck. Sehr strange. Aufpassen, Alter. Die Kamera manchmal durch diese Säulen. Absolut brutalste Runkiller. Muss auch noch sich krank melden? Nein, natürlich muss er sich nicht krank melden. Oder? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das passt. Das workt alles. Ja, nice. Das kriege ich recht konsistent hin. Und war. Ja, bis jetzt hat der Jens die Briefings übernommen. Der kann ja gut reden. Verkünden. Dementsprechend hat er da auch guten Job gemacht. Wo ist der Gargoyle hin? Ach, der ist hinter mir. Einmal rumgelaufen. Manchmal steht er hier, also er steht immer woanders. Ich finde das so krass mit der KI, dass sie sich auch jedes Mal anders entscheiden zu handeln. Und dann gibt es noch so Tendenzen, so Arten. Es gibt so passive KIs, es gibt extrem aggressive KIs. Ahuke zum Beispiel. Ahuke ist ein Schelm. Hier muss ich, wenn er den macht, muss ich viel später. Gargoyle verfolgt ihn. So, und jetzt hier im richtigen Moment. Falsch. Der Gargoyle kommt auch noch. Okay, Jungs. Ich bin da. Mach jetzt bloß nichts Doofes. Zieh den Bogen weg. Zieh den Bogen weg. Hallo? Hey? Ja? Ja? Ja, ja, ja. Ja? Nein? Oh, der Pfeife und hinter mir. Das meine ich, der andere Archer, ey. Oh Gott. Und dann da auch noch. Ich brauche 2 Minuten bis zum Stein. Dann haben wir 31, dann brauche ich nochmal 2 Minuten. Der Archer, you died. Aus dem Weg, Gargoyles. Ja, hatte ich schon zu tun. Ich glaube, rechts laufen wir schneller gegangen. Müll. Kick ist der Hit. Ja, das Problem ist halt, er kann halt seine Waffe nehmen und er kann blocken, wenn er Bock hat, also mit einem Schild schlagen. Oder er behält seinen Bogen. Dann ist Kacke. Vielleicht funktioniert es mit einem Kick. Dragon Sword wäre halt auch eine Strat, also den Heavy Attack davon zu benutzen. Gut aus. Er hat gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Und jetzt komm. Jetzt bloß nichts Dummes hier.
Komm schon. Ey, finally. Der Typ manchmal. Zeit wird knapp. Es kann, ist noch machbar. Ist noch machbar. So, diesmal habe ich auch mein Homeward Bone. Das heißt, ich werde da Zeit sparen im Gegensatz zum letzten Rennen. Alles richtig, nichts falsch. Muss ich da sowieso hinsetzen einmal. Dann holen wir uns den ganzen Kram von hier unten aus der schönen Habelschatzkammer. Und dann return with the last bonfire. Safety Estus. Ich werde übrigens auch die Zeit, wenn ich eine gute Zeit mache, werde ich die einreichen. Das war knapp. War sauberer Fight, sehr, sehr sauberer Fight. Schlechter Zirkel, though. Passiert. Na, trotzdem, man sieht im Timer, gehe ich schon wieder im Plus. Wegen dem Anolondo-Fail. Gut, aber wir holen mit unserem neuen Hydra-Spread auf jeden Fall viel Zeit ein, im Gegensatz zum letzten Mal. Gut Zeit. Gut Zeit. Und Andi malt auch noch schön nebenbei. Schaut euch das an mit Acrylfarben. Acrylfarben sind voll teuer. Undead Paris? Bing! 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 Hallo, Titanite, Dude! Der kann einen ja herziehen, ne? Wenn er einen trifft, dann zieht er einen so her. Mit seinem Tail. Voll krass. Ich finde auch witzig, wenn man sich die Profi-Runner ansieht, bei denen passiert manchmal zum Teil, so selbst in ihren Personal Best und so, passieren immer noch irgendeine Kacke. Selbst in WR und so Notfall-Safe-Quits und alles. Also wirklich so richtig cleane vorne bis Ende Runs gibt's selten.
Irgendwo wird immer noch mal für Safety das irgendwas gemacht. Oh, das ist eine spannende Frage von jemandem. Die kann ich ja gerade nicht beantworten. I'm sorry, oder? Findet solche Fragen Speedrun voll spannend, Speedruns allgemein auch. Warum macht man das und... Achso, ja, warum macht man das, kann ich gut beantworten. Also, ist halt so eine Sache. Erstmal ist man noch so erdrückt und denkt sich, okay, Speedrun, das können eh nur Pros, das mache ich nicht und so weiter. Aber jeder von euch kann Speedrun. Und es macht auch tatsächlich Spaß. Also, ne, ihr werdet erstmal failen, aber jeder kleinste Erfolg, jeder Schritt, jede bessere Time, der erfüllt euch. Das ist echt cool. So werdet ihr dann halt auch immer besser und vielleicht entwickelt ihr Passion, ein Game zu speedrunnen. Generell könnt ihr auch jedes Game einfach speedrunnen. Ihr nehmt euch einen Timer, LiveSplit heißt das Programm, dann spielt ihn einfach. So, und jeder hat schon mal so semi-speedrun versucht, ein Game zu spielen oder halt zumindest sowas wie zum Beispiel eine Passage super schnell durchmachen, weil man sie schon so oft gemacht hat. Als Beispiel. Dann will man sie schneller machen, wenn man sie schon kennt. So. Ich will die eigentlich auch schneller machen, weil ich sie kenne, aber ich bin ja gerade ultra inkonsistent in meinem Skip hier. Deswegen roll ich einfach mal ganz leicht. Hi, Hydra! Alles gut bei dir? So, zeig mal. Weiter nach hinten. Fuck! Richtige Seite muss ich angreifen, komm schon. Schaff ich nicht. Ich schaffe es! Nice! Deswegen der Jump Attack, wo Anni neulich gefragt hat. Weil ich halt mehr Range damit habe. Das ist gut. Oh lol, dann klappt der nicht so. Der sah so gut aus. WTF? Ach, wir haben ja 3 Millionen Mal gefailt im letzten Run. Aha! Wir hoffen, dass mit Ahuka alles gut geht. Was? Habe ich gerade meinen Move Swap abgebrochen? RIP. Auf nach Anno Londo. Die Waffe gar nicht. So jetzt. So, straight zu den Archives. Straight. Speedruns erfordern unterschiedliche Fertigkeiten und jeder Speedrun hat auch ist auch unterschiedlich schwer. Ocarina of Time zum Beispiel gilt als eines der schwersten Spiele. Wie man es nimmt halt. Also die Execution ist sehr unforgiving in Ocarina of Time, Any% vor allem, ne? Wenn man zum Beispiel einen Wrong Warp failt, verliert man richtig viel Zeit und man kann eigentlich restarten. Und damit der überhaupt nochmal funktioniert, muss man halt als Backup zum Starterhaus zurück, einmal Pause drücken und dann wieder zurückkommen. Was dann halt auch irgendwie 3 Minuten oder so nimmt. Ja, sogar. Was heißt Execution? Ausführung. Oh yeah!
muss es angewöhnen, wenn ich nichts zu tun habe, zu taunten. Dann ist man nämlich erst ein echter Runner. Läuft doch. Ja, schön. Wann speedrunst du WoW von Level 1 bis Arena Rang 1? Ich habe noch nie WoW gespielt. Ich weiß auch nicht, dass das... Ich habe mir mal verboten, MMOs zu tryharden. So Looten- und Level-Sachen, weil... ich will ja immer der Beste sein. Oder zumindest sehr, sehr gut. Und um in WoW sehr, sehr, sehr gut zu sein, muss man extrem viel grinden. Das ist mir einfach, da ist mir die Zeit zu schade. Ich kann mir vorstellen, dass es Spaß... Oh Gott, das ist nicht gut. Ich jump da nicht auf. Okay, so. Also ich kann mir vorstellen, dass WoW locker mir auch persönlich super viel Spaß machen würde, aber... Ey, ich bin jung und habe noch viel Zeit, die ich sinnvoll nutzen kann. Sinnvoller zumindest. Ja, ich hätte damals für Pokémon alle geschnappt. Nee, ich hab's aber versucht, aber ist halt kacke, ne? Wenn man nicht alle Editionen hat, die durchgespielt hat, der in den richtigen Routen war, die richtige Pokémon gefangen hat und dann auch noch die richtigen Tauschsachen gemacht hat. Man braucht halt auch immer so einen Gameboy-Adapter. Das ist bestimmt eh nicht in dir, der beste WoW zu werden, Kappa, schreibt Saiyan an. Ihr könnt mich nicht triggern, keine Chance, ihr kriegt mich nicht zu WoW. Nutze nur eine Zeit sinnvoll. Ich kopiere viele süße Hundebilder in ein Paintel. Ja, das ist sinnvoll. Alles, was Kreativarbeit ist, finde ich generell sinnvoll. Na, weil ihr schafft etwas. Ob es nun gut ist oder schlecht, ihr schafft etwas. Das ist halt produktiv. Ja? Ihr könnt dann halt sagen, ey, ich habe mal ein Bild aus Hundemontagen gemacht irgendwann. Und kann man das auch zeigen? Man hat was geschaffen. Könnte man bei WoW auch sagen. Man könnte sagen, ja, ich habe Level 1, ne, Max Level und Legendary Gear Triple Max. But, yeah. In EVE Online kann man nur offline leveln. EVE Online, da bin ich komplett raus, da weiß ich auch nichts drüber. Da soll es ja auch die mega krasse Politikstruktur geben. Also das Game lebt ja von den Spielern selbst. Ganzen Sektionen und wer die beherrscht. Ist schon heftig. Respektabel. Wie Games sich zum Teil entwickeln. Die echte Parallelwelt. Was? Ahuke, so sehen wir uns wieder. Wir sehen uns wieder. Schmeißt ihn ruhig an mich ran.
Eins, zwei. Ein Hit. Tschüss, Ahoke, wir sehen uns gleich wieder. Ich hab doch nicht so Lust gerade. Ich hab meine Roll einfach verkackt. Also ich versuche die besser zu timen jetzt, aber. Ja, ich probier's. Alter, meint, wenn ich zu weit nach hinten rolle, dann trifft er mich. Total eklig. Ist manchmal so brutal, den zu treffen mit Move Swap. Das ist echt schwer. Ein Hit nur, fuck. Er ist gestaggert. Jetzt geht er back. Wenn er den machen will. Okay, jetzt müssen wir safe gehen. Und macht irgendwas Ahoke-mäßiges. Jump oder so. Hä? Lauf doch nicht nur hin und her. Das war knapp. Aber trotzdem Zeit verloren. Den haben wir schon mal besser gemacht. Er steht für Freunde, die was unternehmen. Er steht für uns, dich und mich. Er steht für Nutzen überall auf der Welt. Ganz friedlich und freundschaftlich. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Time lost to the maximum. Ich hab was vergessen. Obwohl, das könnte funktionieren, theoretisch. Warte, ich try's mal. Eigentlich muss ich ja erst den Coward Crystal holen und dann... You sorry for... Eigentlich erst den Crystal. Nein, das war falsch. Ich hoffe, das zählt dann auch als letztes Bonfire. Obwohl, nee, das war komplett Quatsch, was ich gemacht habe. Nicht ganz komplett, aber schon sehr Quatsch. Ich habe das Item noch gar nicht. Warum suche ich es denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tue ich? So, mit der Dark Sign lande ich dann wieder beim vor dem Tor. Aber das ist halt ein bisschen unnötig jetzt. Geil. Noch die ganzen Waffen während des Ports in die richtige Reihenfolge gebracht. Was macht er denn da jetzt? Nicht geklappt. Eine Frame. Das, hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Yes! Ist gerade ein bisschen schade, dass ich, weil ich falsch geportet bin, so viel Zeit verloren habe. Aber noch ist noch nicht, noch jetzt noch nicht over.
Okay, geh. Leute. Geh. Schnell rausquitten. In-game time. Andi schreit schon. 49, 55 in-game time. Holy fuck. Alter Yoshi, krass. Shit, Andi. Ist das personal best? Das ist personal best. Krass. Das ist der... High five, nice. Guck dir die Goldsplits an. Geil, yeah. Mann. Oh, trotz den Fails. Arno Londo einmal gefailt. Gargoyles einmal gefailt. Aber Ahuke, endlich richtig weggeknallt. Ja, aber Ahuke habe ich zweimal gequittet, glaube ich. Aber trotzdem. Oh, Sum of Best Segments ist auch 47,20. Das heißt, so viel ist das nicht. Krass. GGG. Geil, nice, Yoshi. Nice. Oh yeah. Erst eine Estus da drauf. Ja, Mann. Oh, toll. Aber schaffst du doch 45, schreibt Ichigoni. Okay, du bist jetzt befreit vom Divinity Stream. Ich bin befreit vom Divinity Stream, stimmt. Ja, Divinity Stream. Einreichen. Ja, ich reich den, glaube ich, echt ein.